Einen wunderschönen Sonntagabend. Wir haben Sonntag, Ostersonntag. Und ich habe überlegt, ich könnte eigentlich auch euch auf meiner täglichen, artgerechten Reise für mehr Performance, Happiness, Lebensqualität mitnehmen. Und ja, vielleicht sowas wie so ein Live-Blog machen. Hat sich jetzt mein Kopf noch nicht ganz so dran gewöhnt, ob das Sinn macht. Aber mal schauen. Da ich eh gerade ja viel für meinen YouTube-Kanal tue und entsprechend dir Content im Rahmen von Gesundheit ist für alle da zur Verfügung stelle, werde ich das vielleicht machen. Ja. Ich war gerade noch ein bisschen radeln und einmal ein bisschen paar Frühjahrswildkräuter essen, ein bisschen was gepflückt, direkt aus dem Wald und von der Wiese genascht. Und ja, genieße jetzt noch ein bisschen die Aussicht. Ich weiß nicht, das kommt vielleicht jetzt gar nicht so gut rüber, aber da hinten geht langsam die Sonne unter und es macht Sinn, sich noch etwas Infrarotlicht am Abend abzuholen. Zu Infrarot habe ich mal einen längeren Artikel geschrieben, auch bei Instagram, warum ich abends mal in Rotlicht sitze, wenn ich jetzt zum Beispiel Videos am Abend poste oder Gruppencalls, Coachings habe, dann ist meistens der Hintergrund rot erleuchtet. Es liegt nicht daran, dass ich im Rotlichtmilieu abgetaucht bin, sondern ich mich mit verschiedenen Infrarotstrahlern regeneriere. Und das natürlichste Infrarotlicht ist natürlich unsere Sonne am Abend. Und dieses Rotlicht oder den Sonnenaufgang zu genießen und am besten mit so wenig Klamotte am Körper wie nur möglich. Aber dazu werde ich vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Entweder eine Solo-Folge oder eine längere, um entsprechend dir zum Thema Licht und Infrarot und die Wirkung auf deinen Körper ja, deutlicher zu machen. Also ich schaue mal, ob ich das mit den Vlogs mache, ob ich da am Abend dann so tagsüber ein bisschen was aufnehme und am Abend dann einfach zusammenschnibbel und dann das in die Rubrik hinter die Kulissen packe. Jo, mal gucken. Bin da noch am Überlegen, ob das zeitlich den Rahmen nicht sprengt und ob ich das auf Dauer machen möchte. Mal gucken. Wirst du zumindest dann erstmal sehen. In dem Sinne, einen wunderschönen Sonntag, Ostersonntagabend. Morgen ist der Feiertag. Aber für mich stehen morgen tatsächlich einige Podcast-Interviews wieder an. Rund um natürliche Gesundheit, mehr Happiness, Liebe und Lebensqualität. Und am Ende natürlich geht es auch, je nachdem, manche nennen es dann Performance oder PS auf die Straße bekommen. Die Basis darf stimmen. Hier drin darf es dir gut gehen, darfst du Liebe empfinden, darfst du Glück empfinden. Und dazu habe ich morgen wieder tolle Interviewgäste, aber das wirst du dann entsprechend sehen. In dem Sinne, wunderschönen Abend und einen schönen Sonntag.